Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Medium. Ja, leider musste ich nach der letzten Folge offline gehen und musste jetzt den ganzen Teil hier nochmal neu machen. Hab den Teil mit der Vase und so weiter gemacht, hab das Foto geholt, war nochmal am Waschbecken und hab mich hier um diese Erinnerung gekümmert. Ach ja, und das hier vorne hatte ich auch gelesen. Da fiel mir allerdings etwas ein. Und zwar, ich glaube, draußen war doch irgendwie so eine Haut oder sowas ähnliches. Ne? Ich guck mal eben, war das jetzt hier? Ne, es war doch auf der anderen Seite. Genau, da war so eine Haut. Und da. Ich habe Das mich ist jetzt gerade wahnsinnig erschrocken, kalt. okay. Wie ihr Du seht, ich musst habe dir es noch einen einmal neu anderen machen Dive. müssen. Come at me, Ursula. Okay, das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Oh, es tut mir auch leid. Ich bin im Moment nicht ganz auf der Höhe. Was, also körperlich. Ich bin ziemlich erkältet. Ich denke, ich weiß. Hier, das konnten wir jetzt nicht machen. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Genau, da Sehen. konnte man nur was ansehen, ne? Ich habe nichts, genau. Mir fiel nämlich jetzt auf, weil ich nochmal wegen den Tasten gucken wollte, dass ich ja eine außerkörperliche Erfahrung machen kann. Und wenn ich mir das hier so ansehe, könnte ich vielleicht durch das Fenster gehen. Ich weiß es aber nicht. Ich versuche es einfach mal. Da müssen wir natürlich schnell bei sein. Ja, das ist auf jeden Fall was zum Drücken. Okay. Achso, da müssen wir weiter. Oh, okay. Ich habe eigentlich gedacht, wir können links direkt rein. Kann jetzt mal laufen hier? Ja, laufen kann sie anscheinend nicht mehr in der Welt. Was war das gerade? Moment. Wie ging das? Mist, ich habe nicht so viel Zeit. Hier kann ich aber nichts machen. Oh, das ist nicht gut, weil ich habe nicht so viel Zeit. Ich glaube, ich sterbe gleich, oder? Okay. Habe ich das jetzt hier auch? Moment, jetzt müssen wir mal eben gucken. If only I had something sharp. Ja, ich habe auch was Scharfes. Ha! Ich wusste jetzt nicht genau, ob ich das jetzt so dann auch behalte oder nicht, aber ich habe es behalten. Sehr schön. Aber es kann sein, dass hinten noch was ist. Nur ich wollte jetzt nicht zu lange warten. Yeah, that was disturbingly satisfying. Obwohl, wir kommen da ja sowieso dann hin, ne? Wenn wir hier reingehen, dann können wir automatisch auf die andere Seite. Können wir hier noch irgendwas sehen? Hallo, wo kommen wir hier hin? Ah, Moment. Wart. You. I know you're there. Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. You're nothing. There have been times when I thought about ending it all. But I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. Forever. Okay. You. Es geht weiter. Nee. I know you're there. Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. You're nothing.
Okay, keine Ahnung, warum das jetzt nochmal losgegangen ist, aber... Ja, hier haben wir soweit alles. Oder können wir hier noch irgendwas anders angucken? Auch nicht. Hier auch nicht. Was haben wir denn da? Ah, Moment. Mann. Okay. Konzentriere dich auf die Geisterwelt, aber das hat ja jetzt nicht wirklich funktioniert eben. Aber die kann man da reinsetzen, denke ich mal, oder? Das wird die mitnehmen. The light of a memory strong enough to defy this place. Ja, meine ich doch. Okay, sehr schön. Haben wir noch hier irgendwas? Nee, ne? Achso, da kommen wir nicht durch. Kommen wir denn hier hin? Ja. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess. Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient? Okay. Ja. Da können wir nicht raus, ne? Okay. Das heißt, wir haben eigentlich alles, was wir haben wollten. War das jetzt das Badezimmer? Ah, nee, das war hier dieses Badezimmer. Kann man hier denn noch irgendwas? Auch nicht. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Teil mit der Blume. Was dann letztendlich doch besser und schneller ging, als ich gedacht hatte. Ich habe aber so dermaßen auf dem Schlauch gestanden. Aber wie das ja so schön heißt, man sollte dann immer mal nichts tun oder was anderes tun. Und dann kommt man auch oft auf die Lösung. So, da haben wir eine Sonnenblume. Zack. There. Now it's strong enough. Okay. Die hat den jetzt aber schon genommen, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Das kommt mir immer so wenig vor irgendwie. Deswegen denke ich immer, nee, hat sie noch nicht, aber offenbar schon. So, was machen wir denn jetzt damit? Das ist jetzt die Frage. Soll ich die drücke RB? Um den Geisterschild zu beschwören. Weg da. Like moths to a flame. Die verfolgen mich aber wirklich hier. Okay, da können wir nicht rein. Wir sehen allerdings auch keine Spuren. Ich schau mal hier. Ziel ist ja immer noch, ich glaube, eins höher zu kommen, ne? Ich weiß es schon gar nicht mehr, ob wir jetzt den zweiten Stock erreicht hatten oder nicht. Ja, das ist, glaube ich, mehr als ein Stock, den wir jetzt höher gehen müssen. So, da ist aber irgendwas. Das können wir verschieben oder so, denke ich mal. Ja. Achso, von der Tür weg. Okay. Reicht das? Das reicht. Okay. Gut, dann schauen wir trotzdem hier nochmal kurz, ob wir noch irgendwas sehen. Da können wir vermutlich nicht hoch. Ja. Dann nehmen wir mal einfach den Weg, den wir nehmen wollten, durch die Tür. Da oben ist jetzt... Habe ich jetzt das Messer noch? Ich glaube nicht, oder? This thing looks strong. Ja. Das, doch, ich hab's noch. Okay. Dann würde ich sagen, Moment, dann würde ich aber sagen, dass ich erstmal hier unten gucke. Weil da oben werden wir ja wohl weiterkommen. Nee, Moment, von hier unten bin ich nicht gekommen. Ich bin von rechts gekommen. Gut, sie ist nach oben gegangen, aber wer weiß, ob man nicht hier unten noch irgendetwas finden kann.
Ich hoffe jetzt kein Jumpscare oder so. Ah. Da war sie also auch drin. Okay. Aber es wäre schön, wenn es diesmal kein Jumpscare wäre. Aber hier scheint irgendwie gar nichts zu sein. Tja. Können wir hier noch irgendwie rum? Auch nicht. Hm. Na gut. Das war dann wohl ein Satz mit X. Da können wir... Doch, da können wir auch noch weiter. Oha. Okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist doch hier... Die ist hier rumgelaufen. Moment, sind wir jetzt... Hä? Sind wir jetzt wieder unten? Hier waren wir doch schon mal, oder? Ist das jetzt die Wohnung, wo wir runter... Ja, genau. Oh Gott. Wahrscheinlich habt ihr jetzt gedacht, ja klar, wir wissen doch, wo wir sind. Wir haben die alte Folge doch noch komplett im Kopf. Ja, ich hatte sie nicht mehr im Kopf gehabt. Nee, das außerkörperliche Erlebnis, das möchten wir jetzt nicht nochmal machen. Weil da scheinbar... Aber ich glaube, in dem Raum bin ich auch gewesen. Gotta find something to cut it with. Also jetzt, wo ich weiß, dass wir hier schon mal gewesen sind. Ach ja. So. Das sieht irgendwie nicht so gut aus hier. Gehen wir mal durch. Ist auf jeden Fall irgendwo geradeaus. Okay, wieso ist mein Schild jetzt plötzlich weg gewesen? Das fand ich jetzt gar nicht nett. Oh, da ist was. Ein Stück Geschichte. Der Himmel steht in Flammen. Explosionen hallen in der Wildnis wieder. Funken regnen auf die Ruinen von Fort Pulaski. Einer einst undurchdringlichen Festung, die während der Offensive gegen Hitlers Streitkräfte 1945 Schauplatz einiger der heftigsten Auseinandersetzungen war. Diesmal waren es jedoch nicht Bomben oder Mörserfeuer, die den Nachthimmel erhellten, sondern ein spektakuläres Feuerwerk anlässlich der großen Eröffnung des Niva-Volksressorts. An der Veranstaltung nahm auch die Leitung der Partei teil, darunter der erste Sekretär, der bei der Gala Folgendes zu sagen hatte. Möge dieser Ort des siegreichen Kampfes gegen die Mächte des Bösen zu einem Ort der Erholung für das arbeitende Volk der Republik in Zeiten des Friedens und des Wohlstands weichen. Das historische Wahrzeichen, das im Jahr 1945 von der heldenhaften Roten Armee befreit wurde, wird derzeit renoviert und demnächst für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Niva-Volksressort wird Ende Juni seine ersten Gäste begrüßen. Moment, das kann man noch rotieren. Aber es ist nur das Gleiche, ne? Ja. Na gut. Hier kann ich auch so nichts mehr machen. Dann würde ich sagen, gehen wir durch die Tür. Ne, hier hinten ist noch was. Es ist beinahe fertig. Das Hauptgebäude ist besser gelungen als erwartet. Jetzt geht es nur noch darum, die weniger sichtbaren Teile des Ressorts fertigzustellen. Verdammt, dieser Ort ist einfach perfekt. Abgelegen, friedlich, weit ab von neugierigen Augen, vor aller Augen versteckt. Es hat etwas Überzeugungsarbeit benötigt, damit wir bleiben durften. Zum Glück kann ich recht überzeugend sein, wenn es darauf ankommt. Oh ja, ich glaube, mir ist endlich etwas eingefallen. Ich werde es Niva nennen. Okay. Old invoices. Outdated documents. Wonder why someone put them out here. Weil... Nee, ich kann nichts machen. Ich kann es nicht drehen und nichts. Schade.
Ich dachte vielleicht, weil wir uns das angucken können und irgendwo ein Code drin steht oder was weiß ich was. So wie es dann gerne mal bei Resident Evil ist, aber nein. Bin jetzt gerade voll auf den Jumpscare eingestellt. Marianne! Oh. Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me. Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovich. What? All right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here, very recently, I think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne, I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Sadness? Und weg war sie. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Okay, das sieht mal nach einem Schlüsselloch aus. Locked. Aber wir haben keinen Schlüssel, soweit ich weiß. Haben wir denn hier irgendwas? Schauen, ob wir vielleicht den Schlüssel irgendwo auf dem Tisch oder hier drin finden. Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? Aha. Ja. War jetzt nicht so geplant. Ich dachte, ich könnte irgendeine Geistererinnerung oder sowas aus dem Bild holen, aber so geht's auch. There's gotta be a way to power it up. Da war aber noch was da. Das geht rüber. Okay. Aber das heißt wahrscheinlich nur... Keine Ahnung, was das heißt. Das heißt, dass ich es von hier aus wahrscheinlich jetzt nicht machen kann, dass ich irgendetwas brauche. Ich habe doch irgendwas auf dem... Da. Auf dem Da. Ich würde sagen, da war jemand sauer auf seinen Schreibtisch oder so. My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. To call me. Oh. Das, ist schlecht. Burn marks? Broken glass and... Is that salt? Salz? Okay. Someone jotted this down recently. To do. Zu erledigen. 3 Uhr aufstehen. Nicht den Wecker ausschalten. 3.15 Uhr Medikamente. 3.30 Uhr den Waldweg überprüfen. 4 Uhr zum Hotel die alten Zeitungen sortieren. 5 Uhr die Nachforschung fortsetzen. Fotos entwickeln, wenn es Zeit ist. 7 Uhr das Büro überprüfen. Bücher. 9 Uhr nach L sehen. Okay. Wer ist L und wer hat das geschrieben? Drehen kann ich... Oder? Moment. Da ist noch was. Es ist beinahe fertig. Nee, Moment. Hä?
Ach, das sind die. Ah, okay. Das ist nur in meiner Liste drin. War hier nicht gerade noch irgendwas anderes drauf? Oh. Oh. Still works. Someone's been using it. Eine Taschenlampe. War da nicht gerade ein Schlüssel? Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Doch, da ist der Schlüssel. Ah, okay. Too small for the door. Hm. Ja, ja, ja. Da wissen wir ja schon, wozu der vermutlich gehört. Okay, die Frage ist jetzt... Oh. Ist die jetzt immer an? Gehen die Batterien irgendwann aus? Also leer, meine ich. Okay, wir gucken erstmal hier. There we go. Okay. That's as far as it goes. Weiter geht er nicht. Nein, du sollst... Hä? Nein, du sollst weiter in eine Richtung gehen. Wieso geht er denn immer in eine andere Richtung? Oder kann ich wirklich nur dieses kleine Stückchen hier machen? There. An imprint. Is that Thomas? Jetzt funktioniert das, verstehe ich nicht. There. Looks like a passage. A spirit well. Could absorb some of that energy. Ja, das wäre gut. Und wie? As I moved the clock hand, so. I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. Okay, es ist irgendwie jetzt etwas seltsam hier. Wieso hat sich jetzt hier die Geisterwelt verändert? Achso, es ist gar nicht A. Okay. Das ist nur der Punkt, ne? Aber da ändert sich doch jetzt nichts, nur weil wir jetzt die Geisterwelt verändert haben, oder? Hm. Ich würde dieses Rätsel gerne noch in dieser Folge lösen. Moment, können wir hier zwei Sachen machen? Ein Stückchen. I'm so lost without you. I don't know if I can do this, but enough. Get it together. Okay. Das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Muss ich jetzt die Uhrzeit nochmal anders einstellen? Oder... Moment, wie war das jetzt? Nee, das... Das ist der Schutz. Auf die Geisterwelt konzentrieren? Kann ich jetzt so direkt nicht. Ich müsste das doch theoretisch dann zu dem Zeitpunkt stellen, wo das Ganze offen war, oder nicht? Wenn er jetzt mal in eine Richtung... Da. Looks like I'm in for another dive. Ah, gar nicht so blöd. Da würde ich jetzt aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge sehen, was es mit dieser Welt auf sich hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao.